Hallo Leute, hier ist eure Licia und herzlich willkommen zum 9. Tag meines Star Stable Adventskalenders. Ja, im Hintergrund seht ihr schon ein paar Pferde von mir. Falls ihr die verpasst habt, könnt ihr die gerne oben rechts noch einmal euch angucken oder einfach mal gucken. Ach ja, an dem Tag habe ich gar nicht geguckt und vielleicht ist das ja ein Pferd, was ihr noch nicht kennt. Und heute habe ich mir ein Pferd rausgesucht. Dazu kann ich euch nur ein paar Sachen erzählen, denn es handelt sich um Snow Prince. Ja, Snow Prince ist noch gar nicht so lange bei mir. Er ist auch noch Level 1. Ich habe noch nicht ein einziges Rennen mit ihm gemacht. Oh Gott. Snow Prince, mach nicht sowas bei den Türen. Ich kann mal kurz noch was über die Stalltüren sagen. Ihr habt mich nämlich ganz oft angeschrieben mit von wegen her, weißt du, dass die Stalltüren jetzt wieder zugehen? Und ich habe es mega gefeiert, als das Stall-Update rauskam und die Boxen halt aufgeblieben sind, bis wir uns wegbewegt haben, außer die Hauptbox. Und jetzt gehen die immer automatisch zu und mich nervt das unheimlich, dass man, wenn man nicht schnell genug ist, entweder wieder zurückgeschossen wird in die Stallgasse oder man in die Box wieder geschossen wird. Und oh, das ist so furchtbar nervig und ich verstehe auch nicht, warum das Star Stable gemacht hat. Ich hoffe, dass das irgendwie ein Fehler ist. Mal gucken. So, kommen wir wieder zu Snow Prince. Snow Prince ist halt noch Level 1. Aber ich kann euch halt trotzdem etwas über ihn erzählen. Und zwar fand ich es sehr lustig. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich mir das Pferd gekauft habe. Und am 9.11.2016, also vor einem Monat, habe ich mir dieses Pferd gekauft. Am 9.11. Und heute ist der 9.12. Und das fand ich sehr lustig. Ich habe mir Snow Prince in einem Stream gekauft. Ich bin nach Hause gekommen nach der Berufsschule. Und habe dann gesehen, dass die friesischen Sportpferde halt rausgekommen sind und dass halt auch ein Schimmel dabei ist. Und dann habe ich einen Livestream mit euch gemacht und dann haben wir uns die Pferde angeguckt und dann habe ich mir überlegt, ja, was für ein Pferd möchtest du denn haben? Und habe mich dann für Snow Prince entschieden, weil erstens ist Snow Prince mein zweiter Schimmel. Also ich habe zwar Pferde, die einen Weißanteil im Fell haben, aber keinen reinen Schimmel en masse. Also ich habe jetzt Snow Prince als Schimmel und ich habe noch einen Schimmel, sonst habe ich keine anderen Rassen als Schimmel. Was ich besonders sehr mag an Snow Prince sind die kleinen Punkte, diese kleinen Dots. Ich finde das großartig. Ein anderes Pferd von mir hat die auch. Ich finde das ganz, ganz große Klasse. Ich weiß nicht, mir gefällt das richtig, richtig gut. Hier überall, ne? Man sieht's. Und das friesische Sportpferd ist ja einfach nur ein Poserpferd. Es ist ja 1:1 eine Friese, nur eine andere Rasse. Die haben jetzt nicht einen Behang wie die Friesen unten an den Fesseln, ne? Aber es ist ein absolutes Poserpferd. Ich selber finde, dass sie nicht Champy geeignet sind. Manche sagen mir aber, sie sind Champy geeignet. Ich selber hatte halt noch nicht das Gefühl. Aber gut, es ist einfach so eine persönliche Einstellung oder Ansicht, ne? Für mich ist es einfach nur ein Poserpferd. Ich möchte ihn auch noch ganz gerne leveln. Eventuell, wenn ich mit Morningdale fertig bin. Morningdale ist schon Level 14, 14,5, um genau zu sein. Und im Stream habe ich dann halt gesagt, am 9.11., dass ich halt gerne Namensvorschläge hätte. Und dann habt ihr mir ganz fleißig geholfen und ganz viele Namen reingeschrieben. Und wir haben dann im Stream eine Abstimmung gemacht mit ein paar Namen, die ich mir dann rausgepickt hatte. Ich weiß sie gar nicht mehr alle. Ich glaube, da war auch irgendwie Winterstar, Winterlord oder Snowlord bei, Snowprince und noch zwei andere, auf die ich gerade nicht komme. Und dann habe ich euch entscheiden lassen, wie dieses Pferd heißen soll. Und ihr habt dann für Snowprince abgestimmt. Und das Lustige ist, dass an dem Tag die Xim, also Xims Spielwiese, vielleicht kennt ihr ja den YouTube-Kanal von der Xim, sich auch den Schimmel gekauft hat im Livestream und ihn auch Snow Prince genannt hat. Aber unabhängig von den Streams. Also wir haben das erst im Nachhinein herausgefunden, dass Xim ihr Pferd so genannt hat und die Community auch für diesen Namen dann gestimmt hat irgendwie. Naja, Zufälle gibt's halt, ne? Und es ist ein sehr, sehr schönes Pferd. Es wird für mich einfach nur ein Poserpferd sein, aber ich denke, es wird ein Pferd sein, was ich auf jeden Fall gerne im Stall stehen habe. Mehr kann ich euch gar nicht bis jetzt erzählen, aber das Pferd ist ja auch erst einen Monat in meinem Stall. Ich finde, dafür habe ich schon viel erzählt. Und ich werde mal gucken, was ich mit diesem Pferd nächstes Jahr alles so erleben werde.
Und ja, falls es euch wieder gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Das ist mal ein ganz schnelles Feedback für mich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Adventszeit und bis dahin, eure Lischia. There's a bright star shining tonight. I have never seen before. It makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you.